Danava Sari. In vergangenen Zeiten lebte einmal ein Herrscher der Riesen, Danava Kembar mit Namen. Er besaß große magische Kräfte und wurde von seinem Volk, den Riesen, verabscheut. Der Herrscher hatte eine erwachsene Tochter, Danava Sari mit Namen. Und obwohl sein Kind ein Mädchen war, unterrichtete sie Danava Kembar in all den Künsten der Magie, die er verstand. Er lehrte Danava Sari zu fliegen, sie sich in eine Schlange zu verwandeln, zu Feuer zu werden, die Gestalt eines Garuda anzunehmen und noch vielerlei in dieser Art. Als Danava Sari alle Künste der Magie verstand und in ihrem geübt war, ließ sie ihr Vater auf dem Meeresgrund Askese treiben und so ihre magische Kraft, allen Künsten, die sie von ihm gelernt hatte, zu erhöhen. Zu diesem Zweck ließ Danava Kembar seine Leute eine Kiste anfertigen, in die kein Wasser eindrang. Als die Kiste fertig war, ließ er Danava Sari hineinstecken. Dann befahl er einigen Riesen, die Kiste ins Meer zu werfen. Und als die Kiste untergegangen war, kamen die Riesen, die den Auftrag dazu erhalten hatten, zurück und berichteten dem Herrscher, dass sie ihre Pflicht erfüllt hätten. Es wird weiter von einem Raja mit Namen Panji Anom erzählt. Dieser Herrscher besaß 9 Frauen und war trotzdem noch mit keinem einzigen Kind beschenkt worden. Dies bedrückte ihn sehr. Daher beschloss Raji Panji Anom, seine Frauen zu einer Reise nach Tanjung Menanges, einem heiligen Ort an der Küste, aufzufordern. Dort wollte er den Mahl abhalten und die Götter um einen Sohn bitten, der ihn später als Herrscher in der Regierung des Landes ablösen könne. Dem ganzen Land wurde mitgeteilt, dass die Bewohner der Gegenden und Dörfer, die der Herrscher durchziehen werde, Männer wie Frauen, den Herrscher auf seiner Reise zu dem geheiligten Platz an der Küste begleiten sollten. Dann kam der Tag der Reise des Herrschers nach Tanjung Menanges. Schon früh am Morgen waren alle Leute am Wegerand bereit und erwarteten den Herrscher. Männer wie Frauen des Landes saßen längs des Weges, auf dem der Herrscher kommen wollte. Und bald verließ der Herrscher den Palast. Er wurde von seinen Frauen begleitet, die von Hofdamen umgeben waren. Ihnen folgten die Würdenträger und dann kam das Volk, das den Herrscher auf seinem Weg begleitete. Der Herrscher saß in einem Tragstuhl und seine Frauen würden in Sänften auf den Schultern getragen. Der Premierminister und die Würdenträger saßen zu Pferd und das übrige Volk war zu Fuß. Bald kam die Gesellschaft in Tanjung Menanges an. Gleich befahl der Herrscher, die Gerichte für die Götter vorzubereiten. Dann ging er ans Ufer, um zu angeln, und der Premierminister begleitete ihn. Obwohl der Herrscher einen recht einsamen und weit von der Menge entfernten Platz gewählt hatte, wollte trotzdem kein einziger Fisch anbeißen oder sich auch nur seiner Angel nähern. Schließlich wurde der Herrscher ärgerlich und wollte mit dem Angeln aufhören. Aber plötzlich hatte er das Gefühl, als ob etwas an seinem Haken hänge. Er zog an der Schnur, aber was für ein schwerer Gegenstand musste da hängen. Nun zog er die Angel mit aller Kraft und sah schließlich voller Erstaunen, dass das, was an seinem Haken hing, eine Kiste war. Er befahl, die Kiste herauszuheben und zu öffnen. Als die Kiste geöffnet war, kam ein Mädchen von schönem Aussehen hervor. Wie erstaunt und verwundert war Raja Panji Anom, ein schönes Mädchen in einer Kiste, die er vom Meeresgrund geangelt hatte, zu finden. Er fragte das Mädchen: »Wer seid ihr? Und woher kommt ihr?« Das Mädchen war niemand anderes als Danava Sari, die Tochter des Herrschers der Riesen, die sich gerade auf dem Meeresgrund in Askese übte. Dies wollte sie aber nicht erklären
Und so erwiderte sie mit Ehrerbietung, dass sie nicht wisse, wer ihr Vater und wer ihre Mutter seien. Auch wisse sie nicht, woher sie komme. Da sprach Raja Panji Anom: Wenn das so ist, nehmen wir euch mit zurück. Wir werden euch zu unserer Frau machen. Das Mädchen antwortete mit Ehrerbietung: Wenn so euer Wille ist, mein Herr, werde ich mich nicht widersetzen. Dhanavasari wurde vom Herrscher nach Tanjung Menanges gebracht. Als der Herrscher dort ankam, entstand unter seinen Begleitern gleich Aufregung. Eifrig erörterten sie, auf welche merkwürdige Art dem Herrscher das schöne Mädchen begegnet war. Diese Nachricht kam auch den anderen neun Frauen des Herrschers zu Ohren. Sie waren recht erschrocken, als sie hörten, dass sie eine neue Rivalin erhalten sollten. Dennoch gingen sie hin, um das merkwürdige Mädchen zu treffen. Schließlich begaben sich die Frauen des Herrschers an dem heiligen Platz von Tanjung Menangis zum Bad und beteten dabei zum Allmächtigen, sie mit einem Kind auszuzeichnen. Danach benetzten die Leute, die den Herrscher begleitet hatten, ihre Gesichter und badeten. Nachdem alle diese Zeremonie vollzogen hatten, begann der Herrscher gemeinsam mit seinen Frauen zu speisen. Danach öffneten alle seine Diener und das Volk ihre Proviantpäckchen und aßen unter viel Trubel. Als der Herrscher fertig gespeist und das ganze Volk zu essen aufgehört hatte, kehrte der Herrscher, gefolgt von seinen Frauen, den Hofdamen, den Würdenträgern und dem Volk, zum Palast zurück. Nicht lange darauf wurden die neun Frauen des Herrschers infolge ihrer Bitten und Gebete, die sie zuvor in Tanjung Menanges an die Götter gerichtet hatten, schwanger. Und als der siebente Monat ihrer Schwangerschaft gekommen war, schlug Dhanavasari, die zehnte Frau des Herrschers, vor, für die neuen Schwangeren ein Gebäude zu errichten, das in die Erde hineingegraben werden sollte. Dieses Gebäude sollte aus einer großen unterirdischen Wohnhalle für die neuen schwangeren Frauen des Herrschers bestehen. Weil er seine Gebete von Tanjung Menangis vergessen hatte und besonders, weil er die Tochter des Herrschers der Riesen sehr liebte, stimmte Raja Panjin Anom dem Vorschlag von Dhanavasari zu. Er befahl, den von Dhanavasari vorgeschlagenen Höhlenpalast zu bauen. Als der Höhlenpalast fertig war, befahl er seinen neun Frauen, ihn zu beziehen. Dann wurde die Tür von außen verschlossen und verriegelt, so dass die neun unglücklichen Frauen nicht heraus konnten. Als die Zeit da war, kamen die neun Frauen des Herrschers an demselben Tag nieder. Einige von ihnen brachten Mädchen zur Welt und der andere Teil Jungen. Da betrat unvermutet Dhanavasari den Höhlenpalast. Mit ihrer Zauberkraft stach sie die Augäpfel ihrer neun machtlosen Rivalinnen aus. Nur eine der neun behielt einen Augapfel, während die anderen acht völlig erblindeten. Die Kinder der acht Frauen des Herrschers, die an beiden Augen erblindet waren, starben allesamt. Nur das Kind der Frau des Herrschers, die noch ein Auge besaß, kam nicht zu Tode. Dieses Kind blieb am Leben, und da es zufällig ein Knabe war, war es damit der Kronprinz, der einmal Raja Panji Anoms Nachfolge antreten sollte. Nachdem sie die Augen ihrer Rivalinnen ausgestochen hatte, sandte Dhanavasari zu ihrem Vater, Dhanavakambar, dem Herrscher der Riesen. Der empfing die Sendung seines Kindes und steckte die Augäpfel gleich in eine Schachtel. Als der Prinz, der in der Höhle lebte, groß geworden war, fragte er nach seinem Vater. Die unglückliche Mutter erzählte ihm von seiner Herkunft, wer sein Vater sei und warum sie in einem Höhlenpalast eingeschlossen waren.
Da beschloss der Kronprinz, das Höhlengefängnis zu verlassen und seinen Vater Raja Panji Anom aufzusuchen. Schließlich hatte er Erfolg und gelangte aus dem Höhlenpalast heraus. Vor der Tür stieß er auf den Premierminister, der zufällig gerade die Höhle bewachte. Der Premier verneigte sich und sprach mit Ehrerbietung: »Ihr kommt wohl aus der Höhle, die so fest verschlossen ist.« Der Kronprinz antwortete: »Ja, Onkel Premier, Kraft der Hilfe des Allmächtigen konnte ich diesem höllischen Gefängnis entschlüpfen. Onkel Premier, ich will meinen herrschaftlichen Vater aufsuchen. Habt ihr etwas dagegen, mich vor den Herrscher zu führen?« »Gut, mein Herr, ich werde euch vor den Herrscher führen. Zufällig hat der Herrscher gerade keine Besucher.« Dann begleitete der Premier den Kronprinzen vor den Herrscher. Wie groß war die Freude von Raja Panji Anom, als er erfuhr, dass der Jüngling, der so aufrecht vor ihm stand, kein anderer als sein eigener Sohn war. Wenn der Herrscher sich freute, weil er einen schon so großen Sohn vor sich hatte, war bei der Navasari das Gegenteil der Fall. Sie erschrak und sorgte sich, ob ihre Stellung als Lieblingsfrau des Herrschers durch die völlig unerwartete Ankunft eines Kronprinzen gefährdet sei. Die Tochter des Herrschers, der Riesen ersann daher einen gemeinen und niederträchtigen Plan, um ihr Stiefkind zu töten. Dann sprach sie zu Raja Panji Anom: »Mein Herrscher, in Wirklichkeit bin ich die Tochter von Danava Kembar, dem Herrscher der Riesen, der in Gunung Kembar residiert. Er ist ein Herrscher mit großem magischem Wissen.« Dann berichtete sie von ihrem Schicksal im Gunung Kembar bis zu dem Zeitpunkt, als Raja Panji Anom ihr bei Tanjung Menangis begegnete. Dann bat sie weiter, Raja Panji Anom möge zustimmen, dass der Kronprinz, der ja noch heranwachsen, sich nach Gunung Kembar begebe, um dort etwas zu lernen. Die Tochter des Herrschers der Riesen betonte, wie wichtig es für einen Kronprinzen sei, die Kunst der Magie zu studieren. Dann versprach sie kühn, dass ihr Vater, der Herrscher der Riesen, mit der großen Zauberkraft die ganze Kunst der Magie dem Sohn von Raja Panji Anom vermitteln werde. Der Herrscher überlegte nicht lange und gab seine Zustimmung. Und weil er Danava Sari liebte, billigte er es, dass sein Sohn zum Studium nach Gunung Kembar ging. Jetzt sprach Danava Sari mit süßen Worten zu ihrem Stiefsohn: »Mein Sohn, du bist schon groß, aber trotzdem besitzt du für einen Thronanwärter noch kein ausreichendes Wissen. Daher ist es gut, wenn du zum Studium nach Gunung Kembar zu meinem Vater, dem Herrscher der Riesen mit dem großen magischen Wissen, gehst. Studiere das gesamte magische Wissen deines Großvaters gut, denn möglicherweise ist das für dich von Nutzen. Wer weiß, ob nicht später einmal ein Feind zum Angriff ansetzt.« Nun fragte der Kronprinz: »Und wer wird mit mir gehen?« antwortete seine Stiefmutter: »Oh, es ist nicht nötig, dass du einen Begleiter bei dir hast. Auch brauchst du dich nicht zu ängstigen. Ein Brief von mir verleiht dir ganz gewiss Sicherheit.« Dann schrieb Danava Sari einen Brief an ihren Vater, den Herrscher der Riesen in Gunung Kembar. Als sie damit fertig war, überreichte sie ihrem Stiefkind. Nachdem der Kronprinz den Brief von seinem Stiefmutter empfangen hatte, brach er auf, um bei Danava Kembar, dem Herrscher der Riesen in Gunung Kembar, zu lernen. Doch bevor er sich endgültig auf den Weg begab, machte er beim Haus des Premierministers eine kurze Pause. Zufällig war der alte Mann zu Hause und fragte den Kronprinzen: »Wo wollt ihr nun hin, mein Herr? Anscheinend wollt ihr weit reisen.« »So ist es, Onkel Premier«, antwortete der Kronprinz.
Ich will die Kunst der Magie von Danavakambar, dem Herrscher der Riesen Ingunungkembar, erlernen. Und er erzählte ihm alles, was seine Stiefmutter zu ihm gesagt hatte, auch, dass sie die Tochter von Danavakambar sei. Er berichtete ebenfalls von dem Brief, der ihm Sicherheit gewähren sollte. Der Alte, der schon viel Salz in seinem Leben gegessen hatte, hörte voller Aufmerksamkeit alles, was ihm der Kronprinz erzählte. Dann fragte er: Darf ich den Brief, den ihr mit euch führt, einmal sehen? Der Kronprinz gab dem Premier den Brief, den er von seiner Stiefmutter empfangen hatte. Der Alte öffnete den Brief von Danavasari und las folgenden Inhalt: Mein Vater, der Überbringer dieses Briefes, ist mein Stiefkind, der Sohn von Raja Panji Anom und einer seiner Frauen. Ich erwarte, dass ihr den Jüngling sofort tötet, denn er ist ein sehr bedrohlicher Feind. Wie erschrak der Premier, als er den Inhalt des Briefes von Danavasari las. Dann berichtete er dem Kronprinzen, welche gemeinen Absichten Danavasari hatte. Schließlich sprach er: Mein Herr und Kronprinz, darf ich den Wortlaut des Briefes ändern? Der Kronprinz widersprach dem nicht, ja, er dankte dem Premierminister sogar, weil der sein Leben gerettet hatte und ihm helfen wollte, seine tyrannische Stiefmutter zu bekämpfen. Der Pati änderte nun den Inhalt von Danavasaris Brief, der jetzt wie folgt lautete: Mein herrschaftlicher Vater, der Überbringer dieses Briefes ist euer Enkel, den ich von Raja Panji Anom empfangen habe. Er ist mein einziges Kind und ich habe ihm aufgetragen, euch aufzusuchen, um die Kunst der Magie zu erlernen. Außerdem beabsichtigt er, die Augäpfel, die ich früher einmal an euch schickte, wieder zu erbitten. Heute sind alle meine Rivalinnen von mir abhängig. Gebt ihm die Augäpfel wieder, wenn euer Enkelsohn die Kunst der Magie völlig von euch erlernt hat. Möget ihr mit Freude die gesamte Kunst der Magie eurem Enkel anvertrauen, denn er ist euer einziger männlicher Nachkomme. Nachdem er mit dem Schreiben fertig war, verpackte der Premier den Brief gut in feine gelbe Seide. Dann überreichte er ihm den Kronprinzen, wobei er sagte: Nun, mein Herr, ich bete, dass ihr mit Erfolg die Niedertracht der Tochter des Herrschers der Riesen bekämpfen werdet. Dann begab sich der Kronprinz auf den Weg nach Gunungkembar. 2 Monate lang reiste er hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern. Und am Ende traf er auf einen großen, groben Riesen. Als der einen Menschen kommen sah, freute er sich sehr. Er beabsichtigte, das wohlschmeckende Menschenfleisch zu essen. Trotzdem zitterte der Kronprinz nicht im geringsten. Er näherte sich dem Riesen und zeigte ihm den geänderten Brief von Danavasari. Der große, grobe Riese mit Namen Bhutavilis war offensichtlich ein Wächter des Palasts von Danavakambar, und als er die Aufschrift auf dem Brief sah, nahm Bhutavilis den Kronprinzen auf die Schulter und trug ihn nach Gunungkembar, geradewegs zum Palast von Danavakambar. Als sie beim Palast des Herrschers der Riesen angekommen war, machte Bhutavilis dem Herrscher sogleich seine Aufwartung und überlieferte ihm den Jüngling, den er auf den Schultern hergebracht hatte. Bei Danavakambar angekommen, überreichte der Kronprinz den Brief, den er für den Herrscher mitgebracht hatte. Danavakambar öffnete den Brief und las ihn. Als er den Brief gelesen hatte, hob der Herrscher den Kronprinzen mit beiden Händen hoch, dann setzte er ihn auf seinen Schoß und sprach: Hallo, mein Enkel, herzlich willkommen in meinem Palast. Du bist ein gewandter und mutiger Jüngling,
Es war wirklich klug von deiner Mutter, dich hierher zum Unterricht zu schicken. Natürlich, selbstverständlich ist auch dein Vater ein Herrscher und du bist ein Kronprinz. Aber dennoch solltest du die Kunst der Magie studieren. Wer weiß, ob nicht später einmal ein Feind zum Angriff ansetzt. Da sprach der Kronprinz mit Ehrerbietung. Aus eben diesem Grunde bin ich vor euch erschienen, mein herrschaftlicher Großvater. Eigentlich hatte ich es nicht gewagt, vor euch zu erscheinen, Großvater, aber mein Vater und meine Mutter wurden zornig mit mir. Sie sagten, dass ich mich nicht zu fürchten brauche, denn Raja Dhanavakambar sah mein eigenes Familienoberhaupt. Ihr Herrscher seid der Vater meiner eigenen Mutter. Der Herrscher der Riesen freute sich und lachte, und während er dem Kronprinzen auf die Schulter klopfte, sprach der Navakambar: Wahr, wirklich wahr sind deine Worte, deine Eltern, mein Enkelsohn. Deshalb sollst du auch von jetzt an durch mich in der Kunst der Magie unterwiesen werden. Mein ganzes Wissen soll auf dich, o mein Enkel, übergehen. Da antwortete der Kronprinz mit Ehrerbietung: Ich übergebe mein Schicksal dem Willen des Oberhaupts der Familie. Dann begann der Kronprinz von Raja Dhanavakambar die Kunst der Magie zu erlernen. Wegen seines Gehorsams und besonders wegen seiner Klugheit gewann er das Herz des Herrschers der Riesen, und Raja Dhanavakambar war sehr zufrieden mit dem Jüngling, den er ja wirklich für seinen Enkel hielt. Bald konnte der Kronprinz fliegen und seine Gestalt wechseln. Er konnte zur Schlange werden, zum Riesen, zum Tiger und zum Garuda, zu Feuer und zu anderem mehr. Schließlich ging das gesamte magische Wissen von Raja Dhanavakambar auf ihn über. Als er schließlich das Studium der Magie bei dem Herrscher der Riesen abgeschlossen hatte, bat der Kronprinz eines Tages Raja Dhanavakambar um Erlaubnis, ihn verlassen zu dürfen. Er wollte zum Palast seines Vaters Raja Panji Anom zurückkehren, und wie er sich dann auf den Weg machen wollte, gab Raja Dhanavakambar dem Kronprinzen die Augäpfel, die er von Dhanavasari erhalten hatte. Dann brach der Kronprinz auf. Er gebrauchte seiner Zauberkraft und flog, und so dauerte es nicht lange, und er war in der Hauptstadt des Reiches seines Vaters Raja Panji Anom angekommen. Nahe bei dem Haus des Premierministers ließ er sich herab und begab sich direkt zu dem Höhlenpalast, wo seine Mutter und seine unglücklichen Stiefmütter eingeschlossen waren. Schnell setzte er die mitgebrachten Augäpfel wieder an ihren ursprünglichen Platz ein. Weil die Augäpfel nicht beschädigt, ja noch ebenso gut wie vorher waren, konnten die Mutter des Kronprinzen und seine Stiefmütter wiedersehen. Dann trug er ihnen auf, sich vorerst ruhig zu verhalten. Erst wollte der Kronprinz mit Dhanavasari, seiner grausamen Stiefmutter, abrechnen. Nun begab er sich zu der Wohnung des Premierministers. Diesen Edlen bat er, allen Leuten, Männern wie Frauen zu befehlen, in ihren Häusern zu bleiben. Er wolle mit Dhanavasari, der Tochter des Herrschers der Riesen, abrechnen, und sie besitze ein magisches Wissen, das den Leuten möglicherweise schaden könne. Aus diesem Grund sei allen Leuten befohlen, auf keinen Fall ihre Häuser zu verlassen. Der Premier, der schon recht alt war, führte den Befehl seines Kronprinzen sogleich aus. Nachdem alle Leute den Befehl des ehrwürdigen Premiers empfangen hatten, betrat der Kronprinz den Palast, um seine Stiefmutter zu suchen. Zufällig saß Dhanavasari gerade mit der gebotenen Ehrerbietung hinter Raja Panji Anom. Wie erschrak sie, als sie ihr Stiefkind gesund zurückkommen sah. Nun forderte der Kronprinz seine Stiefmutter zum Zweikampf heraus. Bei dieser Dreistigkeit seines Sohnes wurde Raja Panji Anom sehr zornig.
Doch der Kronprinz beachtete den Zorn seines Vaters nicht, denn der Herrscher kannte ja nicht die wahre Lage der Dinge. Ja, dem Kronprinzen gelang es sogar, den Herrscher an seiner Säule zu binden. Dann erst griff er seine Stiefmutter mit voller Kraft an. Ein heftiger Kampf entbrannte zwischen den beiden Magiern. Dhanavasari musste nachgeben und verwandelte sich in eine Riesin. Da verwandelte sich der Kronprinz in einen Riesen und verfolgte seine Stiefmutter. Dhanavasari musste wieder nachgeben und verwandelte sich in eine Schlange. Da verwandelte sich der Kronprinz in eine noch größere Schlange. Der heftige Zweikampf setzte sich weiter fort. Dhanavasari gab wieder nach und verwandelte sich in ein Feuer, das ihren Feind verbrennen und vernichten sollte. Doch schnell verwandelte sich der Kronprinz in Regen. Dhanavasari unterlag wieder und verwandelte sich in den Vogel Garuda und flog zum Himmel. Da nahm der Kronprinz die Gestalt eines Garudas so groß wie ein Berg an und folgte seinem Feind mit gewaltiger Kampflust. Die beiden Riesenvögel stießen heftig in der Luft zusammen. Ein Flügel von Dhanavasari brach und das grausame Weib stürzte kopfüber zu Boden. Nun ließ sich der Kronprinz auf die Erde nieder und verwandelte sich wieder in einen Menschen. Jetzt befreite er seine Mutter und seine Stiefmütter aus ihrem Höhlenpalast. Die gequälten Frauen nahmen ganz spitze Messer sowie einen Topf mit Salz und Saurem mit. Dann begaben sie sich zu Dhanavasari, die nun machtlos war. Eine nach der anderen ritzten mit ihrem Messer in die Haut von Dhanavasari und dann verrieben sie das mit dem Salz vermischte Saure in die Wunden ihrer grausamen Feinden. Dhanavasari schrie vor Schmerz und bat den Kronprinzen und ihre neuen Rivalinnen um Gnade. Doch die beachteten die Schmerzensschreie der Tochter des Herrschers des Riesen nicht. Ja, der Kronprinz sagte sogar, dass es unnötig sei, mit gefühllosen Menschen Mitleid zu haben. Wer grausam ist, der wird eine angemessene Strafe empfangen, und wer Gutes tut, wird eine Belohnung dafür empfangen. So sprach der Kronprinz zu seiner Stiefmutter. Es dauerte nicht lange, und Dhanavasari starb an ihren Wunden. Erst als Dhanavasari tot war, ging der Kronprinz, um seinen Vater zu befreien. Dann erzählte er ihm die ganze Geschichte von Dhanavasari. Erst als er die Zusammenhänge verstanden hatte, verzieh Rajipanji Annam seinem Sohn und war wieder gut zu ihm. Ja, der Herrscher entschuldigte sich sogar für seine Leichtfertigkeit, umhob die neuen Frauen, die er so ungehörig behandelt hatte, wieder auf ihren früheren Ehrenplatz. Die Mutter des Kronprinzen erhob er darüber hinaus zu seiner Königin. Weil Rajapanji Annam schon recht alt war, wurde der Kronprinz bald darauf in die Nachfolge seines Vaters zum Herrscher gekrönt, und die fröhlichen Königsfeierlichkeiten währten mehrere Tage.